Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier bei Simmers TV am Samstagabend. An meiner Seite heute Abend wieder Jens Purker und herzlich willkommen, Jens. Einen wunderschönen guten Abend, Lutz. Ich freue mich wieder mal, hier bei den Zuschauern zu schauen. Genau, vielen, vielen Dank. Ihr hört schon die Motorengeräusche im Hintergrund und wir befinden uns heute auf dem wunderschönen Jens Purker-Tennis-Kurs in Renault. Fließen lassen. Moderation, ja, ganz sicher. Das maximal 4-5 Mal. Genau. Aber dein Lieblingsgegner oder dein Legendary, was auch immer, ist leider nicht mit dabei. Und nämlich der Stefan Bollmann, der ja diesen Spaß hier hat, ist auf dieser Strecke. Ja, werden wir mal schauen, was wir hier heute erleben, weil Brunon ist natürlich eine affengeile Strecke. Und wie gemacht für das Auto. Und ja, wir werden mal gucken, was die Jungs uns hier heute wieder bieten. Ja, hast du vollkommen recht. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich die Rennen, die ich in Brunon gefahren bin, nicht mehr zählen. Weil die Strecke macht einfach Spaß mit jedem Auto. Ist ein bisschen schwierig zu überholen, aber da kommen wir gleich drauf zurück. Aber das Auto, die Strecke ist einfach rund, sie ist flüssig, da ist nichts Eckiges drin. Also tolle Strecke. Ja, definitiv. Und wir haben heute absichtlich, nicht nur weil wir arg unter Zeitdruck standen, sondern auch einfach für den Unterhaltungswert den Start des Broadcastings etwas nach hinten geschoben, nicht 7:30, sondern 8:30 angefangen, einfach weil das erste Qualifying sicherlich für die Zuschauer noch nicht so wahnsinnig spannend ist. Und wir sind jetzt hier in den letzten 5 Minuten des Top 10 Qualifyings und natürlich sehen wir hier wieder das Trio der letzten 3 Rennen auch, nämlich Andrzej König, Stefan Karnitz und Alex Rambo, die sich hier wieder um tatsächlich die ersten 3 Startplätze battlen werden. Da bin ich mir sehr sicher. Wir haben vorhin gesehen, im ersten Qualifying Stefan Karnitz 0,125 Sekunden hinter König und nochmal 2 Zehntel zurück dann Alex Rambo. Also Lutz, ja? Kurz vielleicht einmal Zwischengeräte. Du hast, glaube ich, noch den Banner im Bild und wir sollten noch mal lieber die schönen Autos zeigen. Ja, das ist eine gute Idee, ne? Ja, macht Sinn. Dafür zeigen wir sie hier oder fahren wir ja mit denen. Cool. Also entweder quatschen wir ins Leere, weil wir vergessen haben, Teamspeak anzumachen, oder wir zeigen die Bilder nicht. Also irgendwas ist immer, das hat aber Programm hier. Also das nehmen wir jetzt nicht euch zu Herzen, dass wir das aus Bosheit machen, sondern das ist unsere Regie. Die sind immer mal, sind halt Praktikanten, da kann man nicht immer das Beste erwarten. Wir müssen echt aufpassen, wenn wir so weitermachen, sind wir irgendwann hier Waldorf und Stettler der Moderation. Genau, genau, genau. Nein. Also, wir haben hier im Bild momentan den Polsetter, den augenblicklichen, nämlich Andrzej König, und es gibt nicht viele, die jetzt gegen ihn wetten würden. Also ich würde auch sagen, er wird am Schluss hier vorne stehen. Aber spannender vielleicht zu sehen wäre, was Stefan Karnitz macht. Der ist momentan auf der 2 und der wird auch gleich eine Zwischenzeit eingeblendet bekommen. Ja, ein bisschen Platz, ein bisschen Weg hat er noch bis dahin. Ja, Stefan Karnitz macht uns natürlich riesig Spaß in den letzten Rennen. Er hat so ein bisschen dieses Duo König und Rambo da vorne gesprengt, hat sich dazwischen gefahren und ja, mischt die beiden richtig auf. Das besorgt uns eine Menge mehr Action und bringt so ein bisschen Würze in die Rennen. Genau so sieht's aus, weil gerade hier im GSMF Cup waren die beiden Jungs von Fast Row Competition, doch immer sehr dominant, und wie Jens schon eben völlig richtig sagte, der Stefan Karnitz hier von All-Star Racing ist da so ein bisschen reingefahren. Es geht sogar mehr in Richtung Andrzej König, als dass er sich nach hinten Richtung Alex Rambo orientieren müsste, aber jetzt kommt er hier in die Box. Auf Platz 3 erwähnter Alex Rambo, der uns vor allem durch seinen Fahrstil immer wieder sehr viel Freude macht, weil er ist halt Real Racer und das merkt man. Also bei verschiedenen Manövern, gerade wenn er sich mit seinem Busenkumpel Andrzej König fehlt, da merkt man doch, dass er die Ruhe weg hat und auch ja die richtigen Manöver fahren kann. Wobei der Andrzej natürlich nicht unbedingt jemanden ist, an dem man sowas demonstrieren sollte. Also der kleinste Fehler würde da ausgenutzt, aber wir erinnern uns ans letzte Rennen, da war es doch ziemlich bezeichnend. Da konnte der
Alex Rambo den Angé im zweiten Rennen doch eine ganze Weile aufhalten. Und ja, das wollen wir hoffen, dass wir das heute wieder sehen können. Auf den Plätzen jetzt erstmal momentan Achim Rause auf der 4 im wunderschönen lila Milka Pause Auto. Andreas Oerlich auf der 5, Mike Kolosche auf der 6, Jörg Komani auf der 7, Dirk Sassmannshausen auf der 8, Platz 9 für den Mario Schili und auf der 10 der Micha Würz. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was dann jetzt hier noch kommt. Ich denke mal, Bewegung wird es auf alle Fälle oder höchstwahrscheinlich noch auf den Plätzen 5, 6, 7 geben. Ja, aber vorne die ersten drei. Die ersten drei sind nur 3,5 Zehntel auseinander und gerade hier Stefan Karnes und Alex Rambo trennen nur 600stel. Ja. Das ist ein Wimpernschlag auf der Strecke. Ja, richtig. Wir gucken mal. Rambo ist auf der Strecke, aber ist schon die 6,10. Ach nee, Moment, das ist Chili. Leo. Was? Ach so, Entschuldigung. Ich habe einen Nummernbruch. Ah, da hat sich's auch erledigt für die Runde. Hier haben wir den Rambo. Genau, kommt rechts zum zweiten Sektormesspunkt. Eine sehr wichtige Stelle auf der Strecke. Diese bergauf, links, rechts, da muss man ganz viel Schwung mitnehmen. Aber hat schon hier mächtig Rückstand. 4 Zehntel im Moment werden mir angezeigt. Das würde auf keinen Fall reichen, um Karnitz zu verdrängen. Würde auch nicht mal reichen, um sich zu verdrängen. Ja, also sein Rückstand beträgt 0,352 Sekunden. Und hier sehen wir es, 8 Zehntel insgesamt. Also der letzte Sektor hier nochmal, wenn es auch nur noch fachlich zwei Kurven sind, aber sie sind wirklich entscheidend. Und das hier ging schon mal gar nicht. Die Anfahrt hier in der ersten Kurve, die auch sich ewig hinzieht, bis man hier wirklich, man fährt im dritten, vierten Gang und eigentlich im vierten Gang am Scheitelpunkt, kann dann eventuell noch mal runterschalten, aber gut, das ist Frage des Fahrstils und dann möchte man Gas geben und es ist halt ganz, ganz den Punkt zu treffen, den frühestmöglichen Punkt zum Gas geben zu treffen, ist, ja, es erfordert doch einiges an Erfahrung. Ja, die Strecke zeichnet sich aus durch Kombination von Links- und Rechtskurven, die man natürlich immer so ein bisschen anders fahren muss. Normalerweise fährt man eine Kurve von außen an, geht über den Scheitelpunkt und fährt immer wieder bis nach außen. Wenn man das in dem Fall macht, ist man sofort wieder bei der nächsten Kurve auf der falschen Seite, ja, und verliert dann eine Menge Schwung. Gerade in dieser so eine Stelle, da kommt der Alex jetzt gerade hin, gerade diese beide Kurven hier, da kann man wunderbar auch seinen Vordermann so ein bisschen, ja, neben die Spur scheuchen, dann fährt er hier vielleicht ein bisschen anders rein, man kann selber ein bisschen spitzer raus und kann sich dann hier daneben setzen. Wie gesagt, die Kurve hat, die Strecke hat keinen wirklichen absoluten Bremspunkt, wo man mal ein Auto ausbremsen kann. Auf der Strecke kann man die Leute nur ausmanövrieren oder außenrum überholen. Genau, oder in die Fehler hätten. Ich habe hier gerade schönen Gruß bekommen vom Julian Siedenbiedel, der hoffentlich jetzt auch zuschaut. Der hatte diese Erfahrung mit mir auf dieser Strecke, dass es wirklich schwer ist zu, ja, überholen. Ja. Man kann sich dann, wenn der Vordermann keine Fehler macht, beißt man sich einfach die Zähne aus. Also genau. Auf der Strecke ist es sicherlich sinnvoll, den Rückspiegel wegzuklappen, damit man den Hintermann nicht sieht, seine Linie zu fahren, dann kommt man nicht vorbei. Siehste, apropos Julian, ich müsste dich mal, wenn du jetzt hier zuschaust, heute unbedingt nochmal sprechen. Nach dem Stream, wenn es geht. So, der Alex kommt auch in die Box. Wir haben auch noch 6 Minuten. Jetzt schauen wir mal zu Stefan Karnitz hin, der hier gerade auf eine schnelle Runde gegangen ist. Und König hat seine Bestzeit nochmal verbessert. Karnitz fehlen jetzt 0,25 Sekunden mehr, sondern 0,368. So, König hier nochmal mit gut etwas über einer Zehntel schneller. Ja, aber die erste Sektorenzeit ist schon mal vielversprechend. 18.000stel, richtig. Und diese Strecken hier, das sind ja Klassiker. Also die fährt man ja bereits seit Jahren, mindestens im GT-Sport. Und da ist halt Karnitz auch wirklich erfahren. Das gab es schon zu GTR2-Zeiten. Kam dann auch für R-Faktor eine Konvertierung, die wir jetzt hier auch fahren. Also das ist doch eine ziemlich
ja, eine Strecke für Leute, die schon erfahren sind im Simracing, eine beliebte Strecke und halt auch flüssig zu fahren. Nichtsdestotrotz, wenn man hier auf allen Strecken, wenn man sein Fahrzeug am Limit bewegen will, muss man hier trainieren, keine Frage. Ohne Setup geht hier gar nichts. Guckt ihr das an, und Vorsprung hier im zweiten Sektor. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist jetzt wirklich der Wahnsinn. Wer fährt denn davor? Ist das nicht vor auch ihm. Der... Das ist doch, König. Ich kann nie auseinanderhalten, wer Pinky und wer Brain ist. Ja, das sah gut aus. Oder sagen wir mal so, es sah nicht schlecht. Wenn er jetzt Zeit verloren hat, dann mit Sicherheit hier in der letzten Kurvenkombination. Platz 2. Oh, es ist zum Fürchten. Es ist zum Fürchten. Er ja, hat was heißt Platz 2? Er hat sich nochmal verbessert, aber der Andre hat nochmal nachgelegt vor ihm. Er hat seine Zeit noch mal deutlich gedrückt. Schon irre, was die beiden Jungs da zeigen. Ja. Ja, stimmt. Er ist jetzt 57,1 gefahren in der letzten Runde. Seine beste war vorher die zweite gezeitete Runde. 50,229. Also er hat sich noch mal um 0,129 Sekunden verbessert, aber nutzt nichts, da König tatsächlich jetzt in der letzten Runde dann eine 56,639 gefahren ist. Wahnsinn. Ja, unangefocht vorne, aber mit dem Alex, das wird nochmal richtig eng. Ist der Alex auch noch auf der Strecke? Ja, der fährt auch noch. Der müsste jetzt gleich Richtung Startziel kommen und geht dann auf seinen Versuch nochmal den Stefan Karnitz zu verdrängen. Warten wir mal noch die Zwischenzeit von Karnitz ab. Klar, die Zeit haben wir sicher. Also auch Karnitz hier mit einer ganz sauberen Linie. Ja, hier fehlen ja aber die 4 Zehntel. Ja. Das ist jetzt so ziemlich der Abstand, also da fehlen jetzt noch 500stel auf seinen Rückstand, seinen Gesamtrückstand auf König. Und ja, wir sollten danach unbedingt zum Alex Rambo switchen, der nämlich seine persönliche Bestzeit gefahren ist im ersten Sektor. Der macht hier mal richtig einen Angriff auf den Stefan Karnitz. Doch, Mama. Ja, hier für Strecke gilt einfach rund zu fahren. Das Auto muss immer rollen, es muss immer in Bewegung bleiben, weil wie gesagt, du hast keine langsamen Kurven. Du musst immer mit viel Schwung durch und da zeichnet sich einfach jemand aus, der sauber fahren kann, ohne viel Autobewegung. Und das haben wir ja gerade beim Andre König schon oft beobachtet, dass wir gedacht haben, der fährt ganz anders oder langsam, weil das Auto gar nicht wackelt. Mhm. Aber er war einfach schnell und sauber. So, und das hier kann richtig eng werden. Das wird jetzt richtig eng. Wenn er den Rückstand ins Ziel bringt, ist er auf Platz 2, Ambo. Er fährt hier die letzte Kurve viel enger an als Karnitz. Karnitz holt hier am Kurveneingang viel weiter aus. Nee, reicht nicht. Platz 3. Also er hat hier im letzten Sektor nochmal gut 3 Zehntel verloren. Und wir haben noch 2 Minuten. Das heißt, es wird gerade so reichen, um noch eine Runde anzufangen. Ja, die erste Kurve war jetzt schon so ein bisschen off-limit. Das war den Scheitelpunkt verpasst. Ein bisschen... Ja, oh ja. Ja, oh ja, das ist, jetzt ist es sowieso vorbei. Oh, da okay. Ist wohl ein Krankenwagen gefragt. Gut, also... Schauen wir mal jetzt dann zu Achim Krause. Also dass Karnitz die Zeit jetzt noch toppt, halte ich für eher ausgeschlossen. Wenn, dann würde ich eher Krause, nee, auch mit der Zwischenzeit ist da nichts mehr zu machen. Hier im ersten Sektor 6 Zehntel zurück, damit holt man keinen. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier, ja, Leute, das sagt mir aber auch keiner, ihr Lieben. So. Wir hier eine Maus im Stream haben, das geht ja gar nicht. Auch schön. Ich weiß nicht, ich habe die Maus nicht bewegt. Aber wir sollten trotzdem mal schauen, wir haben ja von Platz 4 bis Platz 9 sind es gerade mal eine halbe Sekunde, so eng sind die Jungs da zusammen. Mhm. Also wenn ich das hier sehe, trennen die teilweise nur 5000stel, Mario Chili und Jörg Comani zum Beispiel, Platz 7 und 8. Also es zeigt einfach, wie eng die Klasse ist und die Fahrer hier
was dass die alle auf dem gleichen Level sind. Unglaublich. Ja. Gucken wir doch mal, da das ja immer so geliebt wird, schauen wir mal hier in die Cockpit-Ansicht. Ja, das hier ist dieses Aufstiegsmodul, was ich vorhin meinte, wo du bei den Kurven davor richtig viel Schwung mitnehmen musst. Dann kommst du zu der vorletzten Kurve, die man eigentlich blind anbremsen muss, weil du genauso kurz vor der Kuppe auf die Bremse treten musst. Wenn du auf der Kuppe bremst, fährst du so eine weite Linie jetzt wie der Achim. Ja. Aber auch da kommst du dann irgendwie wieder auf die Linie zurück, aber du hast einfach Schwung verloren. Und das sind die Duelle, die wir sehen werden. Wir werden hier mehr Duelle beim Ausbeschleunigen sehen als auf der Bremse. So, Krause jetzt hier nochmal gerade so über Start und Ziel gekommen. Jetzt weiß ich nicht. So, momentan sieht das noch sehr nach. Nee, jetzt ist es dann auch erledigt. So, gucken wir mal. Öhrlich auf 5. Auf der 6 kommt Kolosche jetzt in die Pit. Box. Chili ist immerhin noch auf 7 vorgefahren. Den haben wir vorhin auf 9 gesehen. Auf der 8 Jörg Hormani. So, müssen wir mal schauen, was fehlt dem Herrn Kormani. Dem fehlen nur 4.000stel, wenn ich das richtig sehe, auf Platz 7. Das siehst du vollkommen korrekt. Und er hat jetzt hier nur 1 Sekunde Rückstand auf den Führenden. Das heißt, er hätte jetzt noch eine halbe Sekunde zu verbraten. Nicht ja, anders, das bringt ja den Rückstand hier ins Ziel, fährt er da vorne bis auf Platz 4, also ist noch eine Menge drin. Ja. So, Platz 4. Hast du fein gemacht, mein Lieber. Ja, dafür bin ich doch hier. Ja, genau. Unser Buchmacher hier. So. Also, dann haben wir hier in der letzten Sekunde dann noch einen ziemlich heißen Vorwärtstragen von Jörg Hormani erlebt. Nämlich von 8 auf 4. Damit Mario Chili wieder auf 8. Auf der 9 der Dirk Sassmannshausen in der Box. Und auf der 10 auch in der Box der Micha Wirz. Also das wären die ersten 5 Startreihen. König Kanitz, Rambo Kormani, Krause Öhrlich und Kolosche Chili und Sassmannshausen und Wirz. Bevor wir jetzt die restlichen nochmal verlesen, gibt es Strafen? Du fragst mich Sachen, ja. Einer hat eine Strafe 5 Plätze zurück. Jetzt lass mich gucken, wer das war. Gut, während du in Ruhe schaust, verlese ich mal eben die Plätze von 11 bis 19. Da haben wir nämlich auf Platz 11 den Andreas Borde, 12 ein Neueinsteiger, den Thomas Wickler, 13 Daniel Lange-Hegelmann, auf der 14 Felix Appelt, 15 Robert Stratner, 16 Fred Donke, 17 Yves Nekus, 18 Andreas Braun und auf der 19 der Hans-Peter Meidt. Genauso sieht's aus. Eigentlich fehlte da noch, müsste, ach nee, stimmt. 19 waren wir, das ist auch in Ordnung. Ja, der Achim Krause, genau. Ich war mir eben nicht sicher. Achim Krause kriegt 5 Plätze zurück und startet dann halt von Platz 10. Krause müsste jetzt auf 5 zurückgerutscht sein, von 4 auf 5. Und startet damit von Platz 10. Und Edgar Ostermann hat wohl noch aus dem vorhergehenden Rennen 2 Plätze zurück, ist aber heute nicht am Start. So. Da haben wir es. So, wir befinden uns im Warm-up. Sagen ist ja mal eine sehr, sehr nette Kamera hier. Kann man ja mal so ein bisschen hier durch die Autos schauen. Ja, tolles Bild.
Das sieht ja aber wirklich lustig aus. Ich habe auch gerade mal wieder in den Stream reingeschaut. Die Qualität ist heute wieder hervorragend. Das macht richtig Spaß, sich den anzuschauen. Richtig, das ist halt, wenn wir die Möglichkeit haben, mit deinem Rechner hier zu broadcasten, wenn wir auf SimulationsTV noch andere Broadcasts haben, dann ist natürlich, können wir da noch mal ein bisschen Bandbreite zugeben. Das ist halt eine sehr, sehr feine Sache. Und dann haben wir natürlich auch eine deutlich bessere Qualität. Und wie du vorhin schon am Telefon sagtest, das hat sich die Serie auch verdient. Nicht wahr? Genau. So. So, wunderbar. Hans-Peter Maid können wir dann heute wieder beobachten, wie er von Platz 20 auf Platz 8 fährt, um das zweite Rennen als Pole-Setter zu beginnen, weil er hat wieder nicht am Qualifying teilgenommen. Er ist wieder, startet wieder absichtlich von hinten. Weil das hier auf der Strecke, glaube ich, noch am wenigsten Probleme gegeben hat am Start. Die erste Kurve ist halt relativ schnell zu fahren. Natürlich muss man sie auch anbremsen, aber halt nicht so weit runterbremsen, wie, weiß ich, beispielsweise Monza, wo man dann wirklich bis in den ersten Gang runter muss. Also hier geht's gerade mal vierten, eventuell dritten Gang. Ja, und aufgrund dieser flüssigen Kurven kann man eben auch mal zu zweit, eventuell mal zu dritt nebeneinander herfahren in der Startphase, ohne dass man sich da in die Linie kommt. Man kann einfach mehrere Linien fahren. Deshalb, also Rennunfälle gibt es hier in der ersten Kurve nur, wenn jemand wirklich ja die Brechstange auspackt. Aber wenn man hier zivilisiert zur Sache geht, wie wir es hier in der Rennserie bei den Jungs hier und mit den Fahrern hier kennen, erwarte ich da überhaupt gar nichts. Genau. Außer ein spannendes Rennen. Genau, genau. Ja, das wollen wir ja auch mal schwer hoffen, dass wir das haben werden. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier... Wir haben ja nun jetzt hintereinander weg Strecken gehabt, also Ungarn, ne? Zum Beispiel, eine Strecke, wo wirklich nicht allzu viel ging, also in Richtung Überholmöglichkeiten, Nürburgring, die große Variante, witzigerweise hatten wir auf dem Sprintkurs da doch deutlich mehr Spaß, wobei auch das zweite Rennen auf dem Nürburgring doch schon sehr, sehr spannend war, also der zweite Lauf auf dem Sprintkurs, aber auf dem Sprintkurs war es halt nochmal ein Happen peppiger, das Ganze. Aber alles Kurse, die nicht so wirklich auf Überholmöglichkeiten ausgelegt sind, sondern halt mehr oder weniger flüssig zu fahren waren. Und so ist es auch heute wieder. Das heißt, wenn hier keiner irgendwelche Fehler macht und alle am Start gut wegkommen, können wir eigentlich das Ergebnis schon vorlesen. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass es nicht spannend würde, weil erstmal wird es Leute geben, die Fehler machen, und zum anderen wird es auch ein Überholmanöver geben, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, davon gehe ich auch mal aus, weil gerade wenn du viel Druck von hinten verspürst, verpasst du auch mal eben deine Linie, und dann kann man sich den Vordermann hier wirklich richtig zurecht anlegen. Man kann den über 3, 4, 5 Kurven hinweg Manöver fahren, wie wir ja schon gesehen haben. Das ist einfach klasse hier auf der Strecke. Ja. Was glaubst du, Jens, wird Andreas Oehrlich heute sich einfallen lassen, damit er am Anfang erstmal ziemlich weit nach hinten durchgereicht wird? Das ist eine gute Frage. Vielleicht fährt er heute mal zu spät aus der Box, oder... Super Idee. Super Idee. Er verpasst die Boxenausfahrt. Er muss bei Rot starten. Also muss aus der Box starten. Ja, und dann müssen wir mal schauen, was denn dem Jörg Komani, wieder unseren Mr. Murphy Komani, was dem denn passiert. Also das sind so ein paar Running Gags hier, die wir haben, wo wir so unsere Spezialisten haben, die in jedem Rennen irgendwelche Dinge tun, die sich mehr oder weniger gleichend wiederholen. Und das ist halt bei Jörg Komani, sich alles Pech dieser Welt an den Hals holen.
Ach, der heißt gar nicht Murphy, der heißt wirklich Jörg. Der heißt wirklich Jörg, ja, genau. Und und bei Andreas Oerlich ist es halt so, dass dem auch immer irgendetwas passiert, aber teils auch selbst verschuldet am Beginn, sodass er dann irgendwie so auf die Plätze 15 bis 20 zurückrutscht und dann sehen muss, dass er dann sich irgendwie wieder nach vorne kämpft, ist aber dann immer irgendwie zwischen Platz 4 und Platz 8 und fährt auch mal hin und wieder aufs Podest. Also, ja, das sind dann so die Momente, wo wir sagen, danke für die Unterhaltung, aber einmal in der Saison würden wir euch auch mal ein problemloses Rennen wünschen. So. So, Mike Kolosche, der sich hier in der letzten Zeit wirklich gut in Szene gesetzt hat, also auch heute wieder in den Top 10 unterwegs. Das ist eine Geschichte, die freut einen natürlich. So, der Andreas Borde hier macht da ein paar Übungen. Naja, starten will gelernt sein, auch geübt sein. Man denke immer an diese Katapultstarts vom René Herzig, der das Gummiband, du erinnerst dich, das Gummiband aufzieht. Da kannst du natürlich direkt Plätze gut machen. Ich meine, René Herzig ins Spa von 15 auf 5 nach zwei Kurven, das machst du nur durch einen grandiosen, perfekten Start. Ja. Gut. Wo kommt denn der Robert Stratten auf einmal her? Der war die ganze Zeit dabei, der war irgendwie auf Platz 15, 16 im Qualifying. Bin ich doch etwas... Ah ja, gut, die hast du ja auch tatsächlich, hast du ja vorgelesen, hast du ja recht. Aber nichtsdestotrotz fehlt uns ein Fahrer. Weil wir hatten vorhin 19 Autos, jetzt haben wir momentan nur 18. Da sind sie beide wieder. Ich habe jetzt hier wieder 20 im Live-View. Genau. Ah, Jörg Kormani. Okay, dann muss ich das jetzt hier nochmal... blöde Frage, aber auch, ja. Entschuldigung. Aber auch Achim Krause hat es dann derweilen mal... so. Sollte wieder alles richtig sein. Von dieser Seite her nutzen wir gleich mal die Gelegenheit, wir haben noch 2 Minuten, um mal gestern vom Test des Rejoin to Race Plugins von Marcel Offermanns und Achim Ennenbach zu berichten. Wir haben gestern auf SimRacing.org mit 10 Leuten da ein paar Tests gefahren. Noch nicht alles so wie sein soll, aber grundsätzlich können wir sagen, nachdem ich heute auch nochmal mit Achim gesprochen habe, wir werden die 24 Stunden von Le Mans und sehr wahrscheinlich auch die Multileague der kompletten Saison 2012 mit diesem Rejoin-Plugin fahren. Es ist eine so großartige Entwicklung, so eine Unmenge Arbeit neben Teil enthalten. Also der Marcel Offermanns hat auch den Hauptanteil dieser Arbeit gemacht. Der Achim ist erst seit ein paar Wochen dabei, hat jetzt ein paar Anpassungen gemacht und einfach die beiden ergänzen sich fantastisch. Und zum Beispiel auch Plugin, was wir hier benutzen, um auch die Startaufstellung immer wieder aktuell zu halten, wenn hier jemand rausgeht, ohne dass wir da an dem Dedicated Server erstmal suchen müssen, wer wohin geschoben werden muss. Das alles stammt von Achim Ennenbach. Nicht zuletzt kennen wir ja auch SimSync alle miteinander und der Factor Scan, das Anti-Cheat-Tool, PERS und DRS, alles das kommt von Achim Ennenbach bzw. von dem Team, von seinem Team aus simsync.de und das ist einfach so eine großartige Zusammenarbeit und das macht so sehr viel Spaß, dass wir dieses Jahr, ich glaube, das erste Mal mit R-Factor 1 eine perfekte Endurance-Saison erleben werden, wo die Leute auch genau den Spaß erleben werden, den sie sich erhoffen und verdient haben, für den sie trainiert haben und wochenlang und dann halt auch in einem 24-Stunden-Rennen. Vielleicht nicht unbedingt auf Position 1, aber sie werden die Zielflagge sehen. Und das ist ja das Entscheidende, weil in so einem 24-Stunden-Rennen fahren maximal 2-3 Teams um den Sieg.
in jeder Klasse und der Rest fährt einfach um die Position bzw. ums Ankommen und um dieses 24-Stunden-Feeling zu erleben, was ein ganz grandioses ist. Das werden wir dieses Jahr garantieren können und das, glaube ich, ist das Beste, was man je erreichen konnte. Tja, das sind immer wirklich gute Nachrichten. Ich glaube, weil es gibt nichts Frustrierenderes, als sich Tage, Wochen, Monate lang teilweise auf so ein Rennen vorzubereiten und es dann nicht zu Ende fahren zu können, aus was für Gründen auch immer. Genau. Ich denke an solche Vorkommnisse wie zum Beispiel beim ersten 24-Stunden-Rennen, als ein Team direkt am Start rausgeflogen ist und das wurde von niemandem bemerkt. Also dass der wie blöd in der Chatbox rumchattete, was aber, wie gesagt, von uns keiner mitgekriegt hat, weil das überall abgestellt war. Ja, das ist natürlich das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Ne? Also, ja. So, hier haben wir eine ganz wunderbare, bunte Aufstellung. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, sind auch soweit alle in der Box. Stefan Karnitz noch nicht. Der gewinnt nämlich das Warm-up. Genau, er kriegt dann sein Fleißsternchen. Genau. Und er fährt auch tatsächlich nochmal die Runde zu Ende, um nochmal hier so ein bisschen zu zeigen, Jungs, also hier in diesem Rennen könnt ihr mit mir rechnen, macht hier noch eine schöne Pirouette, fährt jetzt höchstwahrscheinlich rückwärts in die Box. Wird disqualifiziert und so. Genau. Holt sich eine DQ ab. Ich hoffe, das war nicht zu hören. So, schauen wir mal. Gucken wir uns mal um. So, da ist jetzt nochmal der Jörg Komani raus und wieder rein. Ich glaube, er macht nur so Live-Übungen, wie schnell er rejoinen kann. Nee, das finde ich lustig. Also, weil das ist halt, das deutet eher darauf hin, dass er wieder ein Problem hat mit irgendwas. Ja, brauchen wir es nicht offen, wir haben es offen verschrieben. Wäre schön, wenn ich mal ein Rennen zu empfangen könnte. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zum Start des ersten von zwei Läufen, der achte Saisonlauf hier im GT3 Cup des GSM F Cups in Brno. Und ja, hoffen wir mal ganz schwer, dass das alles ordentlich funktioniert. So, was ist jetzt passiert? Irgendwie wurden alle Autos mal geworbt eben. Ja, Synchronisation würde ich mal sagen. Ich sehe die ganze Zeit eine Maus. Ich hoffe, die ist dann nicht auch im Stream zu sehen. Nein, die ist nicht gut im Stream zu sehen. Wir switchen hier mit der Maus mal ein bisschen durch die Gegend. So, man bewegt sich jetzt. Ja, irgendwie scheinen die Jungs hier heute teamweise rauszufahren. Das ist auch mal genau. Ein ganz interessantes Bild. Da hinten haben wir, glaube ich, noch Stefan Karnitz stehen, wenn ich mich nicht ganz schwer irre. Übrigens leider... Nee, Hans-Peter Maid. Ah, Hans-Peter Maid. Genau, der fährt ja auch irgendwie was Rot-Schwarzes. Der jetzt hier versucht, hier rauszufahren. Ja, da sind auf jeden Fall alle rausgefahren. Und die unsere erste Befürchtung... ist auf jeden Fall schon mal nicht eingetreten. Genau, also Jörg Komani und auch Andreas Oehrlich sind pünktlich aus der Box gekommen. Fragt uns nicht, warum wir das so deutlich machen. Es hat seine Gründe. So. Ja, 2x15 Runden stehen an. Nicht schlecht, nicht schlecht. Brno war ja mal sowas wie das Mekka des Motorsports im Ostblock. Und,
war halt die einzige wirklich internationale Strecke, wenn man jetzt mal vom Hungaroring aus absieht, wo internationaler Motorsport geboten wurde. In der DDR selber war das eher rudimentär, was es auf dem Sachsenring gab. Aber so automobiler Rennsport war eigentlich in Brünn. Beziehungsweise, ich sag definitiv lieber Brünn. Zwei von drei Teamfahrzeugen von First Row Competition. Felix Appelt, Alex Rambo und Angie König. Ja, ist auch eine tolle Kamera, wie es schön die Startaufstellung hier gleich zeigt. Ja. Das ist jetzt die Formation Lab, also keine Sorge. Wir fahren jetzt nicht hier irgendwie, wer ist der Letzte, der ins Ziel kommt, sondern geht es jetzt tatsächlich. Du sagst das so, als würden wir irgendwie mal einen Start verpassen oder so. Also. Ja, das, ich glaube, mit dir ist es noch nicht passiert, aber ich kann mich im Sinn, sowas gab es schon. Ja doch, also ich glaube sogar bei dir in der RSA gab es das, dass ich irgendwie, ja, dass ich nicht wusste, ob jetzt eine Formation Lab gefahren wird oder nicht. Und wenn man weiß, was ich hier für ein Bild habe, um sowas zu sehen, da ist man sich nicht so hundertprozentig sicher, fahren die jetzt Rennen oder ist das noch Formation Lab? Zumindest wenn die Formation Lab dann etwas zügiger angehen, dann ist das nur noch ganz schwer zu unterscheiden. Ja, sind wir voll fröhlich und gespannt. Angel König auf der Position 1, auf der 2, dann Stefan Karnitz, Position 3 für Alex Rambo, Platz 4 für Jörg Kormani, Platz 5 Andreas Oehrlich, auf der 6 Mike Brosche, auf der 7 Mario Schili, auf der 8 Dirk Sassmannshausen, Platz 9 für Micha Würz. Platz 10, sehr zufrieden der Armin Krause, da startet er gerne von Platz 10. Total. Genau. Ja, ja. So, dann haben wir auf 11, machst du weiter? Ja klar, auf Platz 11 haben wir den Andreas Borde, auf der 12 den Thomas Wickler bei seiner Premiere, ist sicherlich zufrieden, auf der 13 Daniel Lange-Hegemann, auf der 14 Felix Appelt, 15 Robert Stratner, der sicherlich noch mal ein bisschen weiter nach vorne möchte, auf der 16 Fred Dunke, 17 Yves Mlekus, 18 Andreas Braun und auf der 19 der Hans-Peter Meid, der sich wahrscheinlich auch wieder nach vorne schleichen wird. Ja, so er dann nicht den Lachflash bekommt, wenn er den ersten Unfall überholt. So, sich da so freut drüber, dass er dann selber verunfallt. Ja, aber was meinst du? Dein Gefühl für den Start, wie wird's ausgehen? Ja, ist ganz schwer zu sagen. Also nachdem ich Angie König jetzt ja auch am Dienstag, letzten Dienstag in der PMSC gesehen habe, wie souverän er den ersten Lauf gewonnen hat. Dort, in der PMSC, Quatsch, in der GPCC, also bei Virtual Racing Org ist er mitgefahren. Im zweiten Lauf das übliche Bild, er hat das nicht so wirklich in die Reihe gekriegt, ist dann Sechster oder Fünfter geworden, weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau. Aber er startet momentan sehr, sehr gut. Also aber auch Karnitz ist ein sehr guter Starter. Also das wird ganz, ganz eng hier vorne, die beiden. Aber ich würde Angie schon vorne sehen in der ersten Runde. Ja,
Ja, wir werden es nicht wissen. Die Ampeln gehen jetzt an. Und ab geht's. Oh, und es ist so. Ja, ja, König, ja, ja, mit Superstadt. Karnitz sogar ein bisschen verschnarcht, das Ganze. Ja, Karnitz hier Plätze verloren. Und zwar massiv. Hui, Alex innen über die Wiese. Mal gucken, wie das ausgeht. Momentan, ja, Alex scheint auch Plätze zu verlieren. Ja. Ja, da hat er wohl wieder zurückstecken müssen. Und Karnitz kann dann irgendwie doch den zweiten Platz behaupten. Aber Komani ist auf 3. Und hier hinten geht es natürlich dann jetzt richtig zur Sache. Komani, Oerlich und Rambo. Rambo und Oerlich hier mehr oder weniger nebeneinander. Ja, das passiert genau das, was ich gesagt habe. Wir sehen, Duelle waren ausgeschleunigt in unterschiedlichen Linien. Hier ist der Oerlich jetzt definitiv auf der besseren Linie. Hier kann er sich schön innen reinbremsen, innen bleiben, die Tür zu schmeißen. Und schon hat er den Alex hinter sich gelassen. Die nächsten Kurve kann man natürlich außenrum überholen, aber das sehen wir sicherlich später nochmal. Hier kommt er jetzt erstmal nicht durch, aber das Feld ganz, ganz dicht beieinander. Also wirklich, das ganze Feld ganz dicht beieinander. So, hier der Angriff. Aber die nächste Kurve gehört wieder Oerlich. Ja, aber das ist genau das, was ich sage. Dadurch zwingst du den Oerlich so ein bisschen neben die Linie. Wenn der Alex jetzt hier sauberer rausgekommen wäre, kann er sich wieder daneben setzen. Also das sind die Duelle, die wir hier ununterbrochen sehen werden, gerade wenn es hier so eng zusammen zur Sache geht. Oh, hier ganz spät auf der Bremse. Alter, Alex wird noch ein bisschen bleiben. Ja, ja. Wahnsinn. Jetzt kommt die absolute Schlüsselstelle, diese links-rechts bergauf. Da musst du so viel Schwung mitnehmen. Wenn deine Linie ein bisschen verpasst und den Körper zu viel verlierst, ist unglaublich viel. Hör dich gar nicht mal so hoch, weil hier ziemlich stark gebremst. Hat im Prinzip Rambo den Schwung genommen. Ja, das musst du natürlich machen. Wenn dein Vordermann gerade Gas geben will, musst du dazu ziehen, noch einmal zu lupfen. Dann gibst du Gas, dann hast du diese 5-6 Meter, die du brauchst. Frag mal Julian. So, Oerlich geht gleich mal ein bisschen von der Linie. Aber ich glaube, das war eher den Knochen schuldig als absichtlich. Ja, tolle Duelle. Das ist das, was man in Brünn eben ständig sieht. Dieses Nebeneinanderfahren. Jetzt hat der Alex eine richtig gute Linie erwischt. Richtig. Aber in der nächsten Kurve außen. Aber da kann man zu zweit durchfahren, dann kommt eine Rechtskurve. Und der ist vorne. Ja, perfektes Manöver. Also grandios gemacht. Und die Frage ist jetzt, weit kann Oerlich hier kontern? Jetzt hat er erstmal eine Zehntel, zwei Zehntel Rückstand. Hat eigentlich mehr den Mario Schiele jetzt im Gepäck, als er an dem Rambo dran ist. Der Achim Krause schon mit vorgefahren auf die 7 von der 10. Ja, und auch Hans-Peter Meit hat schon Platz gut gemacht. Okay. Das war wohl nicht so ganz im Plan jetzt, dass da so wenig passiert. Aber vielleicht geht das auch nur vorsichtiger an, um nachher nicht wieder auf Pol zu stehen. Ich glaube, das hat ihm nicht wirklich behagt, das letzte Mal. Lass uns mal durchs Feld switchen. Ja. Und auf der 5 haben wir den Andreas Oerlich. 6 Mario Schiele, der 7 den Achim Krause, auf der 8 Andreas Borde schon mit dem kleinen Rückstand, Mike Kolosche auf der 9, 10 Michael Wirz, 11 Daniel Lange-Hegemann, 12 Felix Appelt, 13 Daniel Sassmannshausen, 14 Thomas Wickler, 15 Robert Stratner, immer noch relativ weit hinten, 16 Fred Donke, 17 Yves Mekus, 18 Hans-Peter Meid und auf der 19 zurückgefallen auf den letzten Platz Andreas Braun. Genau. Dem Andreas wünschen wir auch erstmal, dass er hier das Rennen zu Ende fährt. Ich glaube, der ist auch beim letzten Mal mit ausgefallen, zweimal. Also, dass das hier erstmal für ihn so weit ausgeht, dass er hier Rennen erstmal beendet und vielleicht sogar ein Pünktchen abfasst. Na, hier haben wir die schöne Dreiergruppe, genau. Genau. Dann nur noch hinkommen. Genau, da haben wir sie. Oh. Ja, ein bisschen spät auf der Bremse, aber jetzt kannst du von außen wieder mit Schwung dazwischen ziehen. Also das ist, ach, ich liebe diese Strecke. Ja. Das ist jetzt Fred Donke und Nikus und Hans-Peter Meid. Hier gibt es richtig Qualm und da hinten kommt noch Felix Appelt jetzt damit dazu. So, guck dir das an, außenrum.
Oh! Uiuiui. Ja, da geht ab in die Mauer. Das gibt Beulen, definitiv. Und einen Platten, das war's. Ja. Zwei Platten. Den Felix hat auch erwischt. Ja. So, aber Hans-Peter Maid jetzt bereits auf 16 und ist jetzt im Heck hier von Yves Blekus, der Teamkollege von Andreas Oehrlich. Jetzt haben wir ja diese Situation. Er kommt schön von außen rein und kann vielleicht ein bisschen besser rausbeschleunigen mit mehr Schwung. Genau. Und kann sich dann eventuell unten daneben bremsen. Er wird es zumindest versuchen, aber wie ich ihn kenne, wird er vorsichtig sein, ein bisschen früher bremsen. Bisschen spitz rein, sofort fehlt ein bisschen Schwung. Ja. Aber es hat noch nicht gereicht. Aber der Abstand ist für eine andere Linie in der Spur. Ist ja kaum vorsichtig jetzt. Das ist zu viel Abstand. Aber er fährt hier deutlich reifenschonender. Ja, und wir wissen mittlerweile, das kann sich auszahlen. Wir hatten ja den einen oder anderen Plattfuß. So, wir gehen aber trotzdem mal auf die... Na, Moment, das warten wir jetzt noch ab. Ja, da ist er vorbei. Ja, das war aber, glaube ich, eher ein Vorbeilassen im Moment. Gab es auch irgendwie einen Dank oder ein Bitte oder irgendwas? So, Andreas Oehrlich versucht es hier nach wie vor gegen Alex Rambo. Also abgehangen ist er nicht. Aber dahinter haben wir ein schönes Duell, und zwar Achim Bause und Mario Schili. Ja, und auch direkt dahinter haben wir nochmal eine Dreiergruppe mit dem Andreas Borde, Maiko Losche, Michael Wirz. Also auch hier wieder die Jungs alle schön eng beisammen. Ja. Können wir doch direkt mal gucken. Ja, da gab es jetzt wohl gerade einen Zwischenfall. Der Andreas Born ist 5 Plätze zurückgefallen. Ja, scheint so. Fährt jetzt auf der 13. Führte Michael Wirz auch nochmal 4 zurück. Oh, da ist mehr passiert. Wir gucken mal. Sind im Replay, ich glaube. Nee, kann ich jetzt nicht erkennen, was genau passiert ist. Gut, gehen wir wieder live. Könnte aber wieder in Ordnung zu sein. Also ich meine, er hat eben, sah aus wie ein Platten. Okay. So, Stefan Karnitz nach vorne, gut Luft, und nach hinten in etwa dasselbe zu Jörg Kormani hin. So, 2 Sekunden, 1,5 Sekunden nach vorne, ja, und 1,5 Sekunden nach hinten. Alex Rambo macht sich natürlich auf, um jetzt da zumindest erstmal an Kormani ranzukommen. Andreas Oehrlich jetzt mit Respektabstand zu Rambo, aber die beiden hier, die geben sich's noch schön. Und mal schauen, ob wir hier die Heckkamera kriegen. Oh, hier ein wilder Drift vom Achim. Ja. Ja, er gibt ja alles. Ja, der lässt sich Er sagt sich, je mehr Qualm ich produziere, desto nervöser wird mein Vordermann. Ja, aber es sieht gerade nicht wirklich so aus. Das Auto von Mario Schiele, zumindest das, was man jetzt hier aus der Kamera sieht, bewegt sich nicht wirklich viel. Er fährt sauber seine Linie und das bringt den Hintermann einfach zur Verzweiflung auf der Strecke. Ja. Mal. Ob Krause jetzt hier die irgendwie Chance nutzt auf Start und Ziel.
Wichtig ist halt, wie in allen schnellen Kurven, dass man nicht zu dicht dran ist, um nicht zu viel Abtrieb zu verlieren. Oh, wow, 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 der Alex Rambo ist gerade vorne 3 Plätze zurückgefallen, bis auf die 7. Was ist da denn jetzt wieder passiert? Und geht jetzt in die Box. Und kommt in die Box. Jetzt versuchen wir das mal rauszukriegen. Hier ist er schon langsam unterwegs. Gehen wir noch ein Stück zurück. Ja, da ist es passiert. Völlig... Ah, auf den Körper im Rausbeschleunigen. Ja. Linker Körper, rechts die Mauer. Ja, und der Reifen. Oh, da ist sogar noch der Splitter weggeflogen. So, gehen wir wieder live. Also da muss er jetzt erstmal, den ersten Lauf muss er erstmal abhaken. Ich glaube auch nicht, dass das dann noch für Platz 8 reicht. 18 Ach, Sekunden gestanden. Ist natürlich ganz dramatisch für die Meisterschaft. Ja. Ich glaube, da hat er sich, ich glaube, da kämpft er jetzt eher um den zweiten Platz. Ich glaube nicht, dass er noch wirklich in... Wir haben gar nicht und völlig die Meisterschaft vergessen im Warm-Up, fällt mir gerade so ein. Ja, wir haben ja noch ein Warm-Up. Ja, genau, wir haben noch ein Warm-Up. So aus. Und ich denke mal, nach dem letzten Lauf mit den 2 dritten Plätzen hat ihn das schon, also gegen einen André König irgendwie 6, 7, 8 Punkte aufzuholen, das ist halt ein Ding, was, da muss König ausfallen. Auf der Strecke das zu erreichen, ist relativ unwahrscheinlich. Aber wir sehen hier Wild trifft von Stefan Karnitz und da fragt man sich jetzt, warum tut er das? Ja, hey, er ist Zweiter, ne? Und der Erste ist zu sehen, also da steckt man nicht zurück, da will man ja, hin. Ja, aber man ruiniert sich auch nicht die Reifen, also... Er ist natürlich ein ganz schmaler Grat zwischen, ich fahre im absoluten Limit oder ich überfahre mein Auto. Richtig. Weil der Abstand ist ein bisschen geringer geworden. Da ist jetzt halt die Frage, kontrolliert König das oder... ist er einfach, ist es gar nicht sehr schneller ist momentan. Also so wie ich König kenne, kann der kontrollieren nicht so wirklich. Der kann glaube ich nur voll. Wir haben noch einen weiteren Ausfall, da sollten wir mal zumindest drauf eingehen kurz. Thomas Wickler bei seinem ersten Rennen kommt leider nicht ins Ziel, aber er hätte noch einen zweiten Versuch. Gut, aber auch der Fred Duke ist raus. Ich weiß nicht, ob du das vorhin gesagt hattest, ich habe es nicht mitbekommen. Das ist schon 3 Runden her, das weiß ich nicht mehr. Ja, nee, ich glaube, das haben wir... Ja, kann sein, dass uns das durchgegangen ist, genau. So, gehen wir mal wieder ein Stück weiter zurück. Kamani auf der 3, Öhrlich. So, und Krause hat auch wieder gut Platz verloren, also hat wieder Platz verschenkt gegenüber Chili. Also der muss sich da erstmal wieder ranfahren. Ich würde mal sagen, missglücktes Manöver. Aber hier lange Hegermann und Würz... Nee, Sassmannshausen. Sassmannshausen, genau. Ja. Sind hier noch gut unterwegs, also ja, wichtige Plätze, ne? Platz 8 ist die Pole fürs zweite Rennen. Von hinten kommt der Robert, der hat auch nur 2 Sekunden Rückstand, also das wird sicherlich nochmal ein spannendes Finish geben um die Position 8 hier, so also, haben wir bisher immer gesehen, also es wird hier auch sicherlich sehr eng werden. Ja. So, gucken wir mal, Hans-Peter Maid ist mittlerweile auf 12. Und ist auch ganz dicht dran an dem Andreas Borde. Und hat auch den Mike Kolosche nicht weit in... Also hat den noch gut in Sicht. Allerdings staune ich ein bisschen, was mit dem Mike passiert ist, weil der war ja auch schon deutlich weiter vorne. Ach nee, der hat schon am Start getrennt, ne? Der hat vom Start weg schon 3 Plätze verloren gehabt. Genau. So, nichts auf der Strecke passiert. Ja, mein lieber Hans-Peter, pass bloß auf, dass du nicht aus Versehen wieder auf 8 landest. Ja, vorne bändelt sich's wieder ein, der André hat es jetzt wohl wieder im Griff, vergrößert den Abstand wieder. Da war wohl nur eine kurze Schwächephase oder ein kleiner Fehler. Ja. Ja. Aber Achim Krause und Mario Chili, die sind wieder eng beisammen auch. Also, puh, da wird der Achim sicherlich nachher ein Lied von singen können, von dem nicht überholen können auf der Strecke. Ja, genau. Das ist voll erwähnt.
an, das war noch ein Test für die GT-Langstrecke, habe ich auch rundenlang den Julian Sachen 7 Video hinter mir gehabt, bis der irgendwann mal mein Lenkrad geprellt hat und zwei Gänge runtergeschaltet hat. Da hat er mir ein paar Windstimmes geschrien und ist dann an mir vorbeigefahren nach, ich weiß nicht, geschätzt mit 12 Runden. Ja, du willst als Hintermann natürlich immer alles geben. Du suchst die kleine Chance, die etwas andere Linie, die du fahren musst, um dann Vordermann irgendwie unter Druck zu setzen. Und dann passieren solche Fehler hier. Und der nimmt seinen Reifen natürlich aber auch mächtig ran die ganze Zeit schon. Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht besser jetzt mit den Reifen. Ich vermute mal, dass der Abrieb gar nicht das Problem ist, sondern eher die Temperaturen. Ja, die beiden hier sind auf jeden Fall das aktuell engste Duell auf der Strecke. Außer da der Daniel Lange-Hegemann und der Daniel Sassmannshausen. Hast du auch Daniel, ne? Das war mal Daniel. Dirk. Ja. Okay. Mia ja. Culpa. Auf der 7 und der 8 sind dann einen ähnlichen Abstand. Und der Robert Strahler. Ja. Ja, gut. Ist, dann ist das sicherlich noch eher möglich. Stefan Kahn hat Ausfall. Nein. Doch. Formani auf 2, so sieht's aus. So, und hier haben wir die beiden jetzt auf 4 und 5. Lange-Hegemann und Sassenshausen auf 6 und 7. Dann haben wir hier diese ganze Gruppe Kolosche, Wagner, Borde. Und auch noch Peter Maid, der mittlerweile dann schon auf 11 ist. Nikos auf 12, 13 Braun, 14 Rambo, 15 Karnitz. So, jetzt versuchen wir mal hier rauszukriegen, was da passiert ist. Wenn man uns lässt. Ah, okay. Das ist natürlich eine Erklärung, also auch selbstgemachtes Leid. Ja, hier zu spät gebremst, dann geht's aber voll in die Mauer. Ich denke mal, hier war der Motor aus. Boah, das war aber deutlich zu spät auf der Bremse. Da war er wohl abgelenkt. Oder kurz nicht konzentriert. Also sehr merkwürdiger Fehler, sowas kennt man eigentlich vom Stefan. Nee, also ich gehe mal eher davon aus, dass das Lenkrad bzw. seine Pedalerie da irgendwelche Probleme gemacht hat. So, Komani. Wir müssten jetzt dann nachher wirklich mal schauen. Ich glaube, wir haben ihn schon mal interviewt. Also irgendwie hat man schon mal auf dem Podest, aber ich glaube Platz 2 noch nicht. Es sind noch 6 Runden, also verschrei es bitte nicht. Ja, damit haben aktuell den Mike Kolosche auf Platz 8, was ja Pole Position fürs zweite Rennen bedeuten würde. 2 Sekunden dahinter den Robert Stratner. Das wird sich dann sicherlich doch nochmal richtig interessant. Und jetzt nur noch eine Sekunde. Und Achim Krause hängt immer noch hinter Mario Schili auf jetzt 4 und 5. Oh, ich glaube, ich habe mich gerade gehört. Wenn ich das hier richtig sehe, wird mir hier ein Sieg für ihn angezeigt. Ah ja, schön. Der Robert Strader scheint einen Fehler gemacht zu haben. Er verliert nämlich gerade Plätze, ist jetzt schon auf die 11 zurückgefallen. Ja, das ist heute hier so ein bisschen das Rennen der Überraschung. Jo.
Andreas Oehrlich mal wieder still und heimlich auf die 3. Der ähnelt irgendwie so ein bisschen dem Ole Ederich im Kassi. Ja. Ich glaube, der fährt auch ein blau-weißes Auto. Genau. Das hat irgendwas mit der Farbe zu tun. So, jetzt wäre es natürlich ganz schön, wenn wir hier nochmal ein bisschen...